Hier hinten rum kommen wir rein. Dann sprengen wir doch mal hier. So. Und ich würde sagen, dann mal schnell nach draußen. Boom. Bevor es mit dir Rums macht, ne? Sehr schön. Jetzt gehen, hoffe ich mal, dass die hier hinten suchen gehen. Grillen wir noch ein paar Leute. Die Waffe ist echt gut. Gefällt mir. So, und dann müssen wir jetzt nochmal hier hinter das Munitionslager sprengen. Ich würde sagen, wir gehen mal oben rum. Oben rum ist immer gut. Vor allem da hier auch gerade keiner ist. Und was auch noch gut ist, dass die Verstärkung jetzt zum Treibstofflager gerufen wurde. So, Energie ist wieder knapp. So. Ersten schießen schon wieder auf uns. Dann gehen wir mal hier rein. Mal den Zünder an. Unsichtbar und raus. Da fahren irgendwelche Autos. In Ablenkung und gut ist, ne? Sekundärexplosion. So, und jetzt sollen wir hier vor. Na toll. Kommen wir denn hier hoch? Nein. Super. Und da voll die Absperrung. Wir sollen aber doch dahin, oder? Da, 115 Meter. Okay. Jetzt muss ich hier oben lang rennen, oder was? Na super. Passt mir jetzt nicht so, dass ich da die Mauer runtergesprungen bin, wir da jetzt nicht mehr hochkommen. Achtung. Ein bisschen doof. Alle Bürger. So, schleichen wir uns mal hier durch. Was ist denn dieser komische Eingang? Voll weit weg, da hätten wir doch erst das Munitionslager und dann das Treibstofflager, aber naja, gut. Ja, sag mal, Two-Face, was hältst du denn bisher von diesem Spiel? Ich habe jetzt noch nicht so viel von gesehen, ne? Aber es sieht schon ganz nett aus. So, hier sollen wir hin. Dachte, sollen wir rein. Was musst du denn da so machen? Also, was ist da so die Hauptgeschichte? Ja, die Hauptgeschichte ist, wir sind ja hier in New York. Warte, ich muss gerade mal da, ich muss hin. Tunnelzugang aktiviert. Wenn hier so normale Soldatenfuzis umklatscht und irgendwelche Alien-Viecher. Ja, wir sind ja hier in New York. Wir waren eigentlich ganz normale. Soll New York sein? Das ist New York, ja. Okay. Jetzt müssen wir wieder dahinter. Habe ich aber auch anders in Erinnerung, du. Ja, vielleicht warst du hier nicht. Wow. Gut, ist auch 10 Jahre her, dass ich da war. Nein, 11 Jahre. So, die gehen wieder zurück. 11 Jahre ist das her. Ganz gechillt. Da gehen wir jetzt mal hier vor. Und ich habe Schiss und gehe jetzt mal hier hoch. Weil da so eine komische Patrouille lang fährt. So, und ja, jedenfalls waren wir ganz normaler Soldat. Und kam jetzt quasi hier an. Komm ich da rein? Ah, einfach nur reinrennen, okay. Und F benutzen. Und ich komme nicht dazu. Mir mehr zu erzählen. Genau, dir gerade was zu erzählen. Was ist denn da vorne? Da vorne war ein Alien. So, und ja, jedenfalls warst du am Anfang im U-Boot und dein U-Boot wurde angegriffen, höchstwahrscheinlich von diesen Zeff, die Außerirdischen. Und ja, hier die Cell-Soldaten sind auch gegen uns und wir haben jetzt hier so den Überanzug bekommen von Prophet und sollen eigentlich bisher nur zu Gould kommen und alle sind bisher gegen uns. Und ja, viel mehr habe ich bisher aus diesem Spiel auch noch nicht rausgekriegt und die Geschichte von Crysis 1 erzähle ich dir jetzt einfach mal nicht. Okay. Oh, die sind auch unsichtbar. Sehr mies. Oh, jetzt sind die auch noch unsichtbar oder was? Das muss doch jetzt nicht sein. Ah, und da haben wir den Abschnitt abgeschlossen.
Zigarettenzeit und Cutscene-Zeit. Zigarettenzeit klingt gut. Jo, aber diese Elektrowaffe da ist schon sehr, sehr cool. Und wer natürlich mehr Infos hat zur Story etc., die ich bisher verpeilt habe, weil jedes Mal, wenn so eine Cutscene und so kommt, wo die Geschichte quasi fortgeführt wird, mach ich mir immer irgendwelche Kippen an, trink einen Schluck oder sowas und deswegen hörst du da eh nicht zu. Und jetzt wurde hier gerade ganz kurz, muss ich mal raus auf den Desktop. Ich habe gerade mehrere Fehlermeldungen, da durch die Aufnahme mein Grafiktreiber gerade abgeschmiert ist. Aber gut, wir können weiter spielen. Okay, ihre Ablenkung und hören mal kurz gut zu. Sie ziehen Truppen von der Wall Street ab. Das ist unsere Chance. Hören Sie, ich werde über die unteren Ebenen einen Weg hineinfinden. Sie verschaffen sich am besten über das Dach Zugang. Aber beeilen Sie sich. Jo, also wir sollen... Jo, und ich habe gerade nur noch 20 FPS durch diese, dadurch, dass mein Anzeigetreiber abgeschmiert ist. Ah, naja, gut. Das läuft noch flüssig. Panzermodus aktivieren, dann machen wir das mal. Die haben meistens recht. So, vorher gucken wir doch mal hier mit dem Visor. Was gibt's denn hier so? Unten laufen mehrere Soldaten rum. Da steht einer auf dem Dach. Den markiere ich mir mal. Wir sollen ja übers Dach rein. War da noch einer? Nee. Linsen mal hier. Das ist einfach weg in you. Ah, da betreten, infiltrieren. Da drüben haben wir taktische Möglichkeiten. Also nehme ich mal an, dass wir da irgendwie hin sollen. Da ist noch ein Soldat, da ist noch ein Soldat. Also da nochmal zwei auf den Dächern. Hier drüben sehe ich gerade keinen. Wir machen den Visor nochmal aus, laden gerade nochmal unsere Energie auf. Oder ich mache hier mal gerade einen ganz kleinen Cut, kleinen Moment. So, sorry Leute, ich musste hier gerade mal regeln, jetzt habe ich wieder 30 FPS. Und ja, dann aktivieren wir mal den Panzermodus und... Gehen wir gut, dass schnell das runter, nicht bevor kaputt gegangen ist unter dir, ne? Ja, ich habe ja hier, ist ja zum Glück noch mehr wie Glas. So, und jetzt... Soll ich da rüberspringen, oder? Verdammt! Er ist ins Wall Street-Gelände eingedrungen! Wiederhole! Coffin ist in Sektor Alpha eingedrungen! Alle hierher zurück! Sofort! So, ich wollte gerade schon sagen, das haben wir doch bestimmt gehört! Ajo, du! Oh, da schießt mir noch einer von hinten ins Kreuz gerade. Ah, da! So. Was liegt denn hier? Munition. Munition ist immer sehr, sehr gut. Und eine Sniper. Nee. Ah, nee. Ich kann nicht snipern. So, hier nochmal kurz ausharren. Energie auffüllen lassen. Ja, der Hydro ist echt nicht so der Sniper-Freund, ne? Und hier rüber. Das hat ja schon mal schön geklappt. Wir sollen ja übers Dach gehen. Deswegen gehen wir jetzt auch oben rum. Wir gehen jetzt nicht unten rum. Wir machen uns mal unsichtbar. Laden mal kurz nach. Was machst du denn da? Was hat er denn da gemacht? Wollte er uns hier mit dem Putz bomben? Wow. Da ist mal kurzzeitig was explodiert gerade. Schießt ihr etwa mit Jawwerfern auf mich? Das würde ich nicht lustig finden. Jetzt kracht hier die Hütte ein oder was? Hä?
Fresse. So, lassen wir uns mal wieder hier kurz ausruhen und so. Und dann linsen wir erstmal um die Ecke. Da ist einer. Ach, da ist noch einer. Nur zwei? Drei? Okay. Ah, da ist der andere. Wo sind? Er hängt irgendwo fest. Ich bin nicht auf dem Dach, das täuscht. Jetzt kommt auch noch ein Hubschrauber, ey, leck mich am Arsch. Hast du nicht noch so ein Raketenwerfer-Ding? Nee, gerade nicht. Du hast doch vorhin in dem letzten Ding so eins aufgenommen, oder nicht? Oder hast du das schon weggeschossen? Moment, Moment. Panzermodus. Kurz hier in Sicherheit bringen. Sag mal, seid ihr bekloppt? Wer hat gesagt, ich bin tot? Ich hab hier mal gerade eben voll daneben geholzt. Wo ist er hin? Ah, da. Wo ist denn der Hubschrauber? Ach, da oben! Oh, meine Munition wird gerade knapp. Deswegen wollen wir uns mal unsichtbar und verdünnisieren uns hier mal kurz. Aber vielleicht liegt hier auch irgendwo ein Jaw rum. Ja, ich hab da noch einen einstecken. Ja, sag ich doch. Ich wollte gerade sagen, Two-Face hat er dies auch gesagt. Da ist er. Was? Ja. Munition wäre trotzdem teuer. Ja, da lag auch ein Jaw noch. Plapp. Also, und wie zünde ich das jetzt? Mit Rechtsklick dann wahrscheinlich. Okay. Und wir nehmen da mal wieder die K-Volt. So. Ach ja. So, Mann am Boden habe ich da gehört. Ah, da sind ja noch mehr. So. Ich würde da gerne rein. Ah, hier. Ah, da müssen wir sogar rein. Oh, und Munition. Sehr schön. Was bist du? Sammlerstück Souvenir aufheben. Cool, wir haben ein Souvenir erhalten. Keine Ahnung, was ich damit will. Wann ist man schon mal in New York, ne? Da muss man sich auch mal ein Souvenir mitnehmen. Genau, und wir haben den Aufzug schon mal aktiviert und er fährt uns anscheinend automatisch irgendwo hin. Und ich habe ja auf einem Schränkchen hier auch eine Miniatur-Freiheitsstatue stehen. Ja du, sowas braucht man auch, ja. Ich meine, wenn man schon mal in New York war, dann richtig. So, fahren wir denn überhaupt? Ja, wir fahren sehr langsam eigentlich für einen Aufzug, aber gut. Tarnfeld aktiviert. Ha, das kenne ich sogar. Moment, ich weiß aber trotzdem, es sind hier Leute. Nee. Da hinten? Nee, das kenne ich. Achtung, Leute. Ihr kennt das wahrscheinlich auch schon alle. War das hier? Ah, nee. So, ist das Demo oder was? Rote Knopf gedrückt. Ne, das kenne ich aus einem anderen Video. Aber das muss man einfach jetzt gemacht haben hier. Und zwar ist das ein Easter Egg.